Grüß Gott zusammen. Sie sehen uns heute hier in Schwandorf am Standort der Länderbahn. Wir feiern das 15-jährige Jubiläum des Standortes hier auf der Werkstatt. Wir als Länderbahn sind ja mit den Marken Alex, Oberpfalzbahn, Waldbahn und in Sachsen mit dem Drilex und der Vogtlandbahn vertreten. Darunter erkennen uns unsere Kunden. Wir haben natürlich große Herausforderungen hinter uns mit der Zeit in Corona, auch mit der Material- und Energiekrise, die durch den Krieg ausgelöst wurde, aber natürlich auch jetzt gute Zeiten vor uns mit dem 9-Euro-Ticket, mit der erhöhten Aufmerksamkeit, die der Eisenbahnbetrieb im Augenblick, die der Nahverkehr genießt. Wir wollen also in eine gute Zukunft schauen. Dazu brauchen wir selbstverständlich gutes Personal. Wir werben hier auch bei unserem 15-jährigen Jubiläum, dass wir als Eisenbahnbetrieb sichere, langfristige und auch nachhaltige Arbeitsplätze anbieten können. Darüber sind wir sehr froh und das tun wir. Und dann schauen wir auch nicht nur die nächsten 15 Jahre, sondern deutlich darüber hinaus. Ja, mein Name ist Thomas Ebeling, bin der Landrat des Landkreises Schwandorf. Und der Landkreis Schwandorf ist ja einer der Partner der Länderbahn. Wir arbeiten sehr eng zusammen, wir stimmen uns immer sehr, sehr eng ab. Und wir sind natürlich froh, dass die Länderbahn ihren Standort hier in Schwandorf hat. Heute beginnen wir miteinander den Tag der offenen Tür. Ich habe schon einiges sehen dürfen, es war wirklich sehr, sehr interessant. Und ich freue mich, wenn möglichst viele Besucher heute hier sind, um diesen Tag der offenen Tür mit der Länderbahn gemeinsam zu feiern. Wir haben wirklich ein vielseitiges Programm hier heute in Schwandorf beim Standortjubiläum. Man kann auf der Rangierlok im Führerstand mitfahren. Wir haben den Fahrsimulator hier, wo man einfach mal selber ausprobieren kann, wie es ist, einen Zug zu steuern. In der Werkstatt kann man sich umschauen. Es ist wirklich beeindruckend, auch mal einen Zug von unten zu sehen auf der Hebebühne. Wir haben natürlich einen Informationsstand über Möglichkeiten, wie man sich bei uns bewerben kann. Und natürlich ein tolles Kinderprogramm, damit auch die Kleinsten Spaß haben. Ich finde es toll, dass wir so viele begeistern konnten, hierher zu kommen, dass sich so viele Leute und Besucher für die Länderbahn interessieren.